Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22 hier auf den Forgotten Lands. Und guckt mal, ich hab was gemietet. Nicht gekauft, weil teuer, aber gemietet. Eine dicke, fette, große Dalbo-Walze. Weil wir wollen den Acker hier hübsch machen, dass wir hier vernünftigen Ertragbonus haben. Und ja, ich würde sagen, wir klappen den Apparat mal auseinander. Ich hab damit mal ein bisschen rumprobiert und ich muss sagen, ja, ist vielleicht okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht aber ja. Mal gucken, mal sehen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht kaufen wir den, vielleicht auch nicht. Weil ist schon sehr attraktiv in Bezug auf Arbeitsfläche. So, wenn wir selbst damit arbeiten, dann geht das schon. So, wir walzen immer kräftig. Jetzt ist natürlich die Frage. Wenn wir jetzt hier nochmal mit dem Düngerstreuer drüber fahren, ist die Sache dann erledigt. Weil, wie gesagt, die Sämaschine hat keinen Dünger gemacht. Obwohl sie eigentlich sollte, hat sie es nicht getan. Das ist ein bisschen schade. Liegt vielleicht wirklich an den verschiedenen Fruchtsorten, die man da auswählt. Aber ja, egal. Dann hauen wir hier zum Schluss nochmal mit dem Düngerstreuer eine Runde rüber und dann sollte das eigentlich gehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Dünger liegt. Oder hatten wir... Nee, warte mal, ist ja Quatsch. Nee, da war eine Kalktextur. Die müsste ja vom Dünger auf jeden Fall überlagert werden. Oder war das doch die Krux an der Sache? Bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall hauen wir hier nochmal mit dem Düngerstreuer lang. Und dann dürfte das vielleicht klappen. Mal gucken. Aber erstmal walzen wir. So, zwei Runden rum, hätte ich gesagt. Und dann kann der Helfer mal probieren, was der von der ganzen Sache hier hält. Das Problem ist, man sieht halt echt kaum, wo man schon war. Es sei denn, die Lichtverhältnisse sind so, dass man das vom Hell-Dunkel ein bisschen besser erkennen kann. So, das Ding ist, wenn man mit der Walze über was gegrubbertet fährt, dann steht ja da Saatbett. Und meiner Meinung nach ist Saatbett ja die Vorbereitung für die Aussaat. Wenn du da mit der Sämaschine aber drüber fährst, dann steht da, muss gewalzt werden. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Oder, also, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es so. Ich möchte sagen, weil macht es nicht doch mehr Sinn, wenn man vor der Aussaat walzt? Steine wegdrücken und so was. Erdklumpen klein machen und so. Dass die Sämaschine eine wunderbare Vorbereitung hat, um die Samen in die Erde zu bringen. Quasi, wie der Name das schon sagt, das Saatbett. Vorbereitung für die Aussaat, oder? Oder ist das quasi nach, also, oder ist das wirklich so, ihr meint, dass man nach der Aussaat nochmal drüber walzt, um die ganzen Erdbrocken kaputt zu machen, die Steine wegdrückt. Aber dann hast du die Steine ja vorher schon alle immer durchgerödelt, oder? Ah, ich bin mir da manchmal nicht so sicher, was denn nur der goldene Weg ist. Aber ich glaube, spielmechaniktechnisch geht's gar nicht anders, oder? Nach der Aussaat walzen, sonst erkennt ihr das nicht. Naja, egal, können wir noch so viel rumrudern, wir machen das jetzt. Und dann läuft es schon. Wie gesagt, ich würde dann, wenn wir hier den Helfer an der Mache haben, sehr, sehr gerne nochmal ein, zwei Holzstämme fällen und in die Produktion schmeißen, dass wir da wieder an Kohle rankommen. Und da wir jetzt gerade Geld haben, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns am Hof nochmal beimachen und da ein, zwei Fahrzeughallen hinstellen, oder? Dass da mal so ein bisschen was unter Dach kommt und nicht immer draußen schlafen muss. Würde mir sehr zusagen. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann da bewerkstelligen. Und wie gesagt, Kalk haben wir auch noch zum Verkaufen. Und die neuen Sämaschinen stehen nur noch am Shop. Die müssen wir noch abholen. Ja, die können halt leider keine Maisaussaat oder sowas. Da brauchen wir dann definitiv nochmal ein anderes Gerät. Oder ich gehe mal bei und bringe denen bei, wie man Multifrucht macht. So, wollen wir den Helfer hier einfach mal losschicken? Mal gucken, was passiert. Einfach in der Mitte. So, ich klopp den einfach mal hier rein. Wir lassen den mal fahren. Oder? Guck mal. Heute wird gewalzt, aber vernünftig. So. Wir gehen zum Fort. Und laden ein bisschen Wasser in die Gewächshäuser. Obwohl hier ist echt, echt wenig Wasserbedarf. Die sind ultra sparsam, die Dinger. Ich meine, gut, hier wächst ja auch nur irgendwie gefühlt jeder dritte Strauch oder so. Also, ja. Naja. So. Dann hängen wir uns nochmal die Winde hinter und dann stopfen wir hier nochmal ein paar Bäume in die Produktion. Würde ich ganz famos finden. Wie gesagt, wenn wir jetzt den Pianobau
irgendwo hinstellen, der kostet 140.000. Dann sind wir wieder voll pleite. Ich finde es gerade schön, dass wir Geld haben. Na, also der Winterschlaf, der war echt nicht schlecht. Aber wenn wir die jetzt halt mit immer wieder ausgeben, dann stehen wir wieder doof da. Ist nicht so cool. Warte mal, die Bäume hier, da kriegen wir noch drei mit immer weg. Die sind ja nicht so groß. Das sollte doch machbar sein. Komm mal her. Wir nehmen die Kettensäge und schneiden ihn kaputt. So, Nummer 1. Voll geil, wir brauchen nicht entasten. Ist mega. Die Seilwinde ist echt nicht schlecht. Und ich dachte zum Anfang, boah, was willst du denn damit? Aber ist okay. Warte mal. Wollte ich die hier stehen lassen? Ach komm, wir forsten nicht wieder auf und dann passt das schon. So, ab das Ding. Ist hier so ein Dings überblieben? Nee. Ja, krass, hier mit Efeu und allem, ne? Schön. Sind Efeu? War das Efeu? Ich kann mich auch täuschen, keine Ahnung. So, ich würde den Baum nach hinten schieben und dann anketten und dann mitnehmen. So, guck mal, Regen ist vorausgesagt, aber ist eigentlich für die Aussaat geil. Dann kriegen die Samen nochmal ordentlich Wasser. So, machen wir wieder hoch hier, das Ding. Wenn wir ganz dicht ranfahren, sparen wir so hier Winde. Weil so viel ist hier nicht, ne? Ist das irgendwie aufgerollt? Wenn ja, ist das nicht viel. So. Dann müssen wir mal hier rüber eiern. Wird hier rangeschoben? Wer der Verrückte klappt so ja. So, dann hängen wir das von da nach da. Dann machen wir das wieder hoch. Und dann müssen wir noch rüber zu denen da. Wir fahren einfach weiter zurück. So. Und dann bamseln wir uns den hier noch ran. Wo ist denn das Stammende da vorne? Der ist ja übelst getarnt. So, oh Gott, jetzt sind wir da voll drüber gefahren. Aber das müsste ja gehen. Ist der da unten, ne? Jawohl, jetzt haben wir alle am Haken. Abfahrt. So, dann hauen wir erstmal ein paar Bäumchen in die Kohleproduktion, hätte ich gesagt. Und dann wieder eine Ladung ins Sägewerk und dann wieder in die Kohle und dann wieder ins Sägewerk und der Helfer hat die Arbeit beendet. Das sehe ich anders. Wir machen gleich mal Kontrolle über die Map. So. Und ich würde die Produktion auch sofort starten und nicht erst ranschleppen. So, jetzt haben wir hier 5000 drin. Da. Nee, Junge, fertig bist du nicht. Guck mal hier, hier ist er noch viel, viel weiter. Aber die ist ja voll krass, die Walze. Die macht da richtig Meter. Jawoll. Hä, warum ist denn das? Ja, wir müssen mit dem Düngersteuer kicken, ob hier noch was machbar ist, weil sonst ist das hier echt nicht cool. So, die nächste Ladung schmeißen wir ins Sägewerk. Da holen wir von hier hinten was, oder? Da können wir dann nachher alles wieder schön aufforsten. Das Ding ist, ich weiß nachher nicht mehr, wo wir schon waren und wo noch nicht. Und ja und nein. Und hast du nicht gesehen? Schwierig. So, wir legen den zu Füßen. Aber so nach und nach kriegen wir den Wald hier weg. Na, da kriegen wir schon kaputt hier alles. Obwohl es ein sehr, sehr großer Wald ist. Wenn nicht, müssen wir hier wirklich nochmal mit einer Harvester rein oder so. Den nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe, dass wir die alle drei wegkriegen. So, der Helfer sagt nein. Was ist denn los? Ach, ungerade Felder, Leute. Da machst du nichts, da musst du ran. Auf jeden Fall funktioniert diese Walze an sich schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Oder wir müssen das Feld mal anders irgendwie in Angriff nehmen.
Weil ein bisschen was ist ja noch zu erledigen. An Walzfläche. So, lass mal fahren. Wir machen hier weiter. Wir müssen Holz rücken. Oh, ich habe fast das Gefühl, dass die Bäume jetzt hier zu groß sind mit immer. Hey, schade, so können wir sie leider nicht ankuppeln. Wir müssen aussteigen und die ranmachen. Wäre halt fast geiler. So, können wir das hier schieben? Machen wir viel kaputt, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, er ist schon wieder fertig. Das gefällt mir nicht. So, dann nehmen wir den Baum hier noch mit. Ist auch viel zu weit weg, oder? Oh. Oh, das ist ja natürlich echt nervig. Also, das könnte besser sein. Ne? Also, so 1-2 Zentimeter mehr Winde wäre schon schön. Dass man das vernünftig aneinander ketten kann. So. Ich glaube, das reicht schon, ne? Dann fahren wir damit zum Sägewerk. Ich glaube, den anderen hätten wir da eh nicht mehr mit ranbekommen. Wie der damit losflitzt. So. Ja. Okay. Warte mal, stand da nicht irgendwo auch, wie viel Gewicht man da ranhängen kann? Haben wir hier nicht da. 6,6 Tonnen. Dann ist es mit dem Holz aber auch anders, ne? Weil wir haben ja letztes Mal irgendwie 10.000 Liter Holz nachgefüllt. Das sind dann aber keine 10 Tonnen gewesen. Schwierig. Schwierig, schwierig. So, wir schieben den mal ein bisschen nach hinten hier. Ne, halt, warte mal. Wir müssen erstmal die Walze startklar machen. Dass der hier den Acker fertig kriegt. Sonst stehen wir hier wieder doof da und es ist nichts passiert. Wobei, warte mal. Ich glaube, das Ende hier können wir selber machen. Das ist halt die Sache mit den Helfern, ne? Wenn die Felder nicht gerade sind. Da kannst du doch nicht mal böse drum auf den Helfer sein. Der kann das halt einfach nicht. War von vornherein klar gewesen. Das war mir schon klar, wo wir das Feld hier angelegt haben. Sobald die erste Kurve in das Feld Einzug hält, ja, da hisst der Helfer meistens schon die weiße Flagge und haut einfach ab. So ist das dann. Das Ding ist nur, wir müssen uns hier beeilen, weil die Walze ist teuer. Auch eine Miete teuer. Deswegen, die müssen wir wieder abgeben. So, wo ist denn... Man sieht halt gar nichts, ne? Falls es nochmal einen neuen LS geben sollte, bin ich mal gespannt, ob sie da nochmal irgendwie was ändern. Ey, apropos, ich habe mich bei Giants als Partner beworben. Also Giants-Partner kann man ja werden. Man hat eigentlich an sich kaum Vorteile, glaube ich. Bin mal gespannt, ob die sich melden. Weil du brauchst, glaube ich, wie viel waren das? 1500 Punkte oder so? Und du musst halt Content von denen irgendwie irgendwo veröffentlichen oder so. Und dann dementsprechend so und so viel Zuschauer und bla und Keks. Und hast du nicht gesehen? Ich habe den einfach mal mein YouTube-Account geschickt. Mal gucken. Vielleicht kommt was. Vielleicht kommt auch nichts. Wenn wir sehen. Also ich denke mal, da haben wir alle keine großen Vorteile von. Aber ich fand es halt irgendwie interessant. Einfach mal gucken, was passiert. Na, vielleicht... Vielleicht doch nicht. Nur so aus Spaß, eine Freude. Wir werden sehen. Besser gesagt, ich werde berichten. Sobald sich da was rausstellt. So, ich hau mal hier nochmal den Helfer rein. Vielleicht macht er das ja fertig. Ich glaube da nicht dran, aber wer weiß. So, ich wollte den Baum nach hinten schieben. Ist in den Olm Unterholz ja nicht so einfach. So rein optisch. Okay, dann lassen wir den mal umfallen. Dann bringen wir die Ladung hier nochmal ins Sägewerk. Dann würde ich hier vielleicht noch einen dazu holen, oder? So, wenn wir den hier dicht beipacken, dann passt das doch. Hier, jawohl. Guck mal, hier stehen sie doch, die Kandidaten, die wir wollen.
Ganz genau. Komm mal mit. So, den schleifen wir hier mit ran. Dann müssten wir doch eigentlich alles schön verknoten können hier. Na bitte, Abfahrt. Mach mal hoch das Ding. So, und mitnehmen. Siehste, wie schnell das geht, wie schön das ist. Und der Helfer scheint umzudrehen. Das wäre natürlich der absolute Knaller. Dann wäre die Wiese fertig. Wir haben hier Holz in der Hütte. So. Okay. Reicht halt immer noch nicht. Dann würde ich noch mal ein paar platt machen. Hoppala, da ist ein dicker Hügel drin. Geronimo. Ja, warte mal. Die drei Kandidaten hier, das sieht doch vernünftig aus. Wenn wir die schlau fällen, dann könnten wir diese nach und nach alle wegziehen. Wenn wir die hier so in die Richtung fallen lassen. So, und er hat die Arbeit beendet. Wir schauen gleich. Wir bringen die Stämmchen nochmal schnell weg und dann können wir kontrollieren, was der Helfer da verzapft hat. Okay. So, mein Plan war, wenn wir hier rückwärts an den ersten Stamm ranfahren, können wir vorfahren bis zum zweiten und dann vorfahren bis zum dritten. Können wir hier die Seilwinde relativ kurz halten. So. Ja, oh, wie schön der da ranrutscht. Als wenn der genau weiß, was wir von ihm wollen. Das ist ja der Hammer. So, und nochmal ein Stück vor. Dann haben wir hier alle drei am Haken. Und jetzt sag mir nicht, das ist so schwer. Da krieg ich hier wieder Anfälle. Na, siehste. Abmarsch. Ja komm, wir fahren jetzt noch ins Sägewerk und dann machen wir da hinten nochmal ein paar Blatt für die Kohle. Dann haben die erstmal ordentlich, ne? Ich finde das mit der Seilwinde voll geil. So, 13.000 ist erstmal okay. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht zu viel da hinten bei dem Dings wegmachen, bei dem Ferienhaus. Da würde ich gerne für die Atmosphäre und so gerne ein kleines Wäldchen stehen lassen. Aber die drei hier, das sind doch die nächsten Kandidaten. Mal gucken. So, und du, mein Freund. Fertig. Geil. Wisst ihr, was wir machen? So, die Walze abgeben. Und jetzt möchte ich gucken, ob wir das hier nochmal düngen können oder nicht. Die Gülle-Düngerproduktion, die war sehr teuer. Aber wenn wir wirklich Dünger herstellen können, dann brauchen wir nie wieder welchen kaufen. Und da wir bis jetzt mit Gras schon Gülle bekommen haben, müssten wir eigentlich für immer Dünger haben. Jetzt bei den Kühen. Ne? Also wenn die mit Grasfutter schon Gülle abwerfen. Warte mal, haben wir jetzt noch mehr Gülle? 6.500, aber die reproduzieren sich auch bald und dann haben wir doppelte Anzahl an Kühe. Und dann müsste das aber ordentlich abgehen. Also ich würde jetzt nochmal Dünger nachfüllen. Und wie gesagt, hier noch ein paar Hallen hin oder so. Ein bisschen Dünger bitte, voll machen, danke. So. Ich muss euch sagen, ich bin mit dem Düngerstreuer sehr zufrieden. Hä? Was waren denn nur noch drei Krümel drin oder was? Hä? Warte mal. So. Und mit dem Dünger ist nicht doll. Deswegen, so eine Düngerproduktion wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Brauchen wir aber ein Güllefass. Ey, renn mir doch nicht vor der Karre, hast du eine Macke. Ja, setzt euch an Wasser, macht irgendwas, aber stört mich hier nicht.
spinnt ja wohl. So, was ist denn jetzt hier? Kriegen wir jetzt hier eine Düngetextur? Jawohl, guck doch mal, wie schön. Dann haben wir hier volle Düngestufe und dann kann der Mais ordentlich wachsen. Und dann können wir ihn weghäckseln. Geil, ich freue mich schon. Silageballen, kriegen wir Kohle. Und bis die Silageballen dann fertig wären, in der Zeit haben wir sogar schon Stroh. Dann hätten wir eigentlich alle Zutaten für Mischrationen. Wir haben Heu, wir haben Stroh, wir hätten dann Silage irgendwann. Ja. Hau ab hier, ich muss hier Sachen machen. Ich meine, du kannst mir gerne den Weg weisen, aber ich weiß alleine, wo es lang geht. Aber schön, oder? Wie die hier so über das Feld rennen. Okay. So. Sieht total komisch aus, ne? Mit den ganzen Flecken hier und so. Ja, warum die Seemaschine das nicht gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber ist egal. Klappt ja auch so. Ich habe beim letzten Mal... Das waren ja nicht so viele weiße Flecken, die ich hier ausgebügelt habe. War echt überschaubar. Ging relativ schnell. Und ich habe ja nach der Aufnahme hier nochmal ordentlich klar Schiff gemacht. Aber wir wissen, diese Seemaschine werden wir nicht nochmal nehmen. Und ich werde die auch aus dem Mod-Ordner wieder entfernen und von der Mod-Liste löschen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich eine Mod-Vorstellung dazu machen. Das wird nicht passieren. Ja, ist quasi der Mod-Vorstellung nicht würdig. Also an sich, das Modell ist geil. Ich fand die auch echt hübsch, weil ist mal wieder was anderes. Aber Funktionalität war jetzt mangelhaft, nicht so befriedigend, wie ich es gerne gehabt hätte. Deswegen, vielleicht kommt da nochmal eine Überarbeitung oder so, dann nehmen wir dem Ding auf jeden Fall nochmal eine Chance, aber dann müssen wir uns wohl was anderes suchen. Ist ja nicht schlimm. So, aber, ey, guck mal, wie, Alter, der Acker ist ja riesig. Wenn wir fahren hier mit 20 km/h, ich weiß nicht, ist es für Dünger zu wenig? Wir können nur 24 machen. Dann geht aber die Ausbringmenge auch deutlich nach oben, glaube ich. So, eigentlich geil, jetzt regnet es. Dann müsste sich der Mineraldünger doch eigentlich auflösen und schön ins Erdreich rinsacken, oder? Also theoretisch, so wäre jetzt mein laienhaftes Verständnis dafür. Weil, guck mal, laut Wetterbericht soll bald Regen geben, von oben nach unten. Könnte ich mir vorstellen, dass der Dünger sich auflöst und dann einfach in die Erde reinläuft. Und dann von den Samen aufgesogen wird. Sehr schön. Sieht aus wie die Erde von Minecraft hier. Mit den ganzen Punkten. Cool, Mensch. Und ich dachte schon, hier ist irgendwas kaputt. Dünger, Textur, technisch. Aber es läuft. Gott sei Dank. Dann würde ich nochmal ein bisschen Holz in die Kohleproduktion fahren und dann... Ja, heißt das eigentlich vorspulen. Dann steht nicht mehr so viel auf dem Plan. Es sei denn, wir bauen noch ein paar Hofgebäude. Hier ein paar Fahrzeughallen oder so. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Geht ja relativ fix. So, und dann ist glaube ich als... Also entweder kommt dann bald der nächste Grasschnitt... Oder die Weizenernte. Den nächsten Grasschnitt könnte man vielleicht nochmal komplett in Heu machen. Weil der Bedarf an Gras ist gerade nicht so hoch. Dann würde ich vielleicht wirklich nochmal Heu machen am liebsten. Da könnten wir... Na, eigentlich könnten wir mit Follow Me... Oh toll, wir hätten ihn gleich zumachen können. Verdammt. Wir könnten doch mit Follow Me hinter dem Grasmäher direkt den Heuwender fahren lassen, oder? Weil wir mähen ja im Grasschwart, theoretisch. Also da kommt ja am Ende ein Grasschwart bei raus. Und wenn wir da mit Follow Me gleich den Heuwender hinterherfahren lassen, wäre doch gar nicht so schlecht. Dann müssen wir das halt nur wieder zusammenraften und in Ballen pressen. Aber das kriegen wir hin. So Leute, der Acker ist fertig. Das kann wachsen, das Zeug. Geil. Hat ja nicht so viel Dünger verbraucht, wie ich eigentlich dachte. So. Dann fahren wir den hier wieder unter. Okay. So, wollen wir nochmal ein bisschen bauen. Das mit dem Holz können wir immer noch machen. Oder ich mache das mal nebenbei oder so, mal sehen. Ich würde hier gerne wieder rausfahren. Hatten wir hier, was hat man hier? Ist das Schotter?
Ja, Schotter, okay. Pass auf, dann machen wir uns hier wieder einen Ausgang. Dann fahren wir immer um unser schönes Kalkbecken herum. Mit Wasserwerk. So. Dann hätten wir hier schon mal die Möglichkeit in den Kreis hinein und wieder raus. Gebäude. Ey, was hatte ich denn gesagt, ihr habt? Ich hätte Bock auf so eine Rundbogenhallen, ne? Oh Gott, ist der riesig. Wollen wir die ein bisschen schräg stellen? Vielleicht so zwei nebeneinander? Dann kann man da rein und rausfahren. Hätte gerade Bock drauf, dass wir die schräg stellen. Guck mal, zack. Dann müssen wir nur die Bäume entfernen und dann stellen wir daneben nochmal eine hin. Und die Bäume können wir dann in die... Ach ja, können wir in die Kohle bringen. Geil. So, die Birke muss hier vom Tor weg schon mal. So, wenn nicht, dann bringe ich die einfach nebenbei schnell weg. Dann nehmen wir die in der Hand und weg damit. So. Dann. Ja. Leon, nee, doch. Lassen wir das dazwischen stehen. Können wir hier nur einen Ast entfernen? Ja, klar. So, dann wäre ja da Platz auf jeden Fall. Das kann der ab. Ja, es ist ja nicht schlimm. So. Dann könnten wir die Birke da vielleicht auch stehen lassen. Dann lassen wir da ein bisschen Luft am Mank. Ist ja egal. Das Ding auf jeden Fall weg hier. So. Ist dieses Tor beeinträchtigt durch diesen Baum auf jeden Fall? Dann darf der weg. Hey, krass, wie der seine Fallendung, Richtung geändert hat. Ist ja lustig. So. Dran vorbeischummeln. Ich packe das schon mal gerne auf den Haufen. Wir können ja notfalls auch mal probieren, ob wir da mit der Seilwinde. Ah ne, maximal 4 wartet, ne? Sonst hätte ich gesagt, ob wir da irgendwie die ganzen Laubbäume zusammenraffen können und dann eben so ein dickes Paket immer über den Weg ziehen können. Dann könnten wir gleich mal den Hof sauber fegen. Ist ja wie ein Besen, denn das Teil hier. So, warte mal. Was steht denn noch im Weg? Auf jeden Fall die Birke und der Kollege hier. Würde ich da noch eine zweite Halle daneben stellen? Oder steht die Birke da daneben wie ich? Aber die hier auf jeden Fall. So. Doch, die ist recht breit, die Halle. Na, mal gucken. So, wir räumen noch schnell die Bäumchen hier weg. Jetzt habe ich angefangen. Jetzt finde ich wieder kein Ende. Auf jeden Fall landet das sich in der Kohle, weil das ist nicht so weit weg. Das Sägewerk ist weiter weg. Die Faulheit haut wieder rein. So, bauen. Wir nehmen die nächste Halle. Ja, doch, mit der Birke, das könnte passen. So. Oder? Ich mag den Winkel, weil das ist nicht der rechte. Das ist mal ein bisschen was anderes. Wir hätten jetzt noch ein bisschen schräger stellen können, aber so ist okay. So, dann machen wir jetzt hier schottertechnisch einen Zugang. Warte mal, hier vorne generell, weil hier ist dann Hof. Vielleicht bis zu dem Baum oder so. Lassen wir mal so. So, dann haben wir hier einen schönen Zufahrtsweg. Das können wir hier hinten anknüpfen, wenn wir hier hart rauskommen. Machen wir uns hier mal so eine schöne Wendeschleife, dass wir hier mit den Gerätschaften rein- und rausfahren können. So. Und dann führen wir das hier ran an den. Ich glaube, das ist okay. Vielleicht nochmal ein, zwei Sträucher oder so. Haben wir hier soweit? Bäume. Haben wir auch kleine. Haben wir kleine Büsche? Hallo, was ist das denn? Ey, soll denn das? Eine kleine Birke. So. Vielleicht hier auch nochmal. Keine großen, ne? So eine kleine. Wobei, warte mal. Was ist das für ein Ding hier? Joa, das passt hier auch noch hin. Dazwischen Pflanzen. Wir hatten hier jetzt Sträucher, aber die stehen dann. Ah, warte mal, die stehen in der Halle drin, ne? Das war jetzt vielleicht nicht so schlau.
Und die spacken ja durch die Wand durch. So. Ist halt geil, dass sie, wenn man lang zieht, verschiedene Farben haben. Dadurch sind die halt absolut nicht generisch und dann gefällt mir das wieder. So. Ja, das sind die Hallen, Leute. Hier drüben, aber wir müssen noch mal ein paar Bäume wegmachen. Den lassen wir stehen. Und die drei hier kommen weg. Dann machen wir heute 2-3 Minütchen länger. Ich würde sehr gerne die Hallen stellen. So. Und die Birke noch weg. Gut. Auf jeden Fall werden das alles Durchfahrhallen, wo wir eine Seite drin, andere Seite wieder rauskommen. Dann haben wir da das Problem mit dem ganzen Hin- und Her-Fahren nicht. Wobei hier ist halt die Frage, machen wir da Torf oder nicht? Zeig mal, sind die Büsche durchgespackt? Ja, na klar, sind die. Uiuiuiui, der Baum ist aber doll dabei. Können wir noch einen Ast entfernen? Jo, hey, wie geil. Wobei, dann machen wir den jetzt aber ganz schön kaputt, ne? Zeig mal. Ah, okay. Dann ist da irgendwo schon ein Wellblech offen, dann kommt da der Baum durch. Die Natur findet immer einen Weg, ja? Wir wissen Bescheid. Ihr Melken hat sie gesagt. Nee, das Leben findet immer einen Weg. So, wartet. Da, da, da. Einer liegt da noch. Oh Gott, alles ein Strüpp hier. Ist ja der Hammer. So. Okay, dann hätte ich gesagt, Produktionen, nee, warte mal, Gebäude. Oh, hier ist so viel, ne? Aber ich hätte sehr gerne so ein Ding hier nochmal, eine offene. Oder wollen wir eine geschlossene nehmen? Oder sowas? Sag mal her. Und so ein bisschen drehen, das glaube ich bald angenehmer, oder? So, in dem Winkel. Vielleicht können wir hier drüben oder mal rausfahren. Dann machen wir das so. Inne da. Und dann nehmen wir die offen daneben. Ohne Zwischenwände. So. Ja, hoppala. Okay, das war ja nicht mal so teuer. Guck mal, das geht. Da kann man voll mit leben. So, dann malen wir uns hier noch den Weg schön. Hier drunter kann ja von mir Sand bleiben, das ist egal. Dann schottern wir hier rein. Dann haben wir hier auch einen schönen großen Platz, wo man so ein bisschen agieren kann. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann würde ich die Büsche hier sogar gerne erhalten wollen. Jetzt ist die Frage, machen wir uns hier nochmal einen Zugang? Ja, ja. Aus Schotter. Hier so um die Büsche rum. Hier müssen sie natürlich ein bisschen weg. Dann machen wir jetzt hier eine Zufahrt. Und dann geht es bis hier raus. Oh cool, dann haben wir hier gleich den Übergang. Nach da. Sehr schön. So machen wir das. Oder so haben wir das mittlerweile schon gemacht. Dann machen wir den Weg hier breiter. So. Ja, hier ist sehr viel Sand, ne? Da würde ich vielleicht einfach ein paar Sträucher pflanzen. Dann fällt der nicht mehr so auf. Machen wir uns hier einfach die Botanik ein bisschen dicker. So. Dazwischen kann er bleiben von mir aus. Und hier drüben das gleiche. So. Ja, ey cool, doch. So, gefällt mir das. Guck mal. Da haben wir auch schöne Unterstellmöglichkeiten. Und wir können überall ranfahren. Haben wir noch Geld? Nein. Brauchen wir was? Ja. Fabriken. Komm, wir bauen uns noch diese Düngerproduktion aus Gülle. Da ist das Ding. 45.000 ist ein Brett. Wo stellen wir das hin? Das wäre hier. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der Trigger dann direkt auf das Güllebecken drauf zugreift. Wäre eigentlich geil. Wenn er sich die Gülle direkt hier rausholt. Wollen wir einfach hier hinstellen? Zack, steht. Ah, sehr viel Beton. Nein, warte mal. Müssen wir wieder hübsch machen. So.
Und hier hätte ich gerne wieder ein bisschen mehr Gras. Das ist sehr, sehr eskaliert hier gerade. Das Bauvorhaben. So, den Stromkasten können wir vielleicht dann noch auf Beton stehen lassen. So, ja. Und der Rest wird mit grünem Gras wieder schön gemacht. Okay, warte mal. Das will ich jetzt wissen. Ja, ist ja fast das gleiche. Okay. Ist hier. Nee, ist leer. Okay. Jetzt wäre halt interessant. Die Gülle wäre geil, wenn er das jetzt doch vom Kuhstall nehmen würde, ne? Egal, wir haben noch 31.000. Die Kohle ist alle, aber wir haben neue Hallen. Und der Maisacker ist fertig. Und das Zeug kann jetzt eigentlich irgendwo einsortiert werden. Und wir können da Sachen unterstellen. Und ich glaube, ich bin sehr glücklich. Hier müssten vielleicht noch ein paar Bäumchen rum. Ne, das wird hübsch machen. Pflanzen und Bäumchen. Warte mal, was haben wir denn hier alles Schönes? Ich stelle mir hier zwei Pappeln. Das war sehr übertrieben, ne? Haben wir nur eine kleine Weide? Die sind alle groß. Ja, ne, hier vorne hätte ich sie nicht gerne. Also die Auswahl an Bäumen ist nicht besonders doll, muss ich sagen. Jetzt sehe ich ja stark in Grenzen. So. Naja, Buschwerk, ne? Die Büsche müssen nicht richten. Aber was das ausmacht, guck doch mal. Wie das dann einfach mit immer geil aussieht. Nur weil hier so Zeug wächst. Also Botanik gefällt mir. So und so. Ne, den vielleicht jetzt nicht so unbedingt. Verdammte Hacke. So, okay. Gut. Na, siehst du. Das ging ja schnell und einfach. Und ich habe schon überlegt, ob wir uns hier so einen Zaun um den Hof rumbauen, aber ich denke, da können wir uns klemmen, oder? Und sie hört hier eh alles. Ist egal. Vielleicht hier hinten nochmal ein paar Bäumchen? Ich meine, kostet halt Kohle. Die sind nicht günstig, ne? Aber wenn wir die Ferienhäuser hier ein bisschen einfrieden, glaube ich, kann nicht schaden. Wie gesagt, hier werden wir nicht abholzen. Wir müssen uns hier irgendwie nochmal so eine Schneise... Naja, wobei, hier vorne, ne? So ein paar Bäumchen bleiben und dann ist okay. Den Rest müssen wir irgendwann wieder aufforsten hier vorne. Dann kommen hier ordentlich Baumreihen hin. Und dann läuft die Sache. Ist der noch an hier? Ja, den machen wir mal aus. Freunde, das war's für heute. Wir haben ordentlich den Hof verschönert. Der Maisacker ist fertig. Wir haben die Holzproduktion wieder so ein bisschen anlaufen gebracht. Und wir haben das jetzt Geld ausgegeben. Schön! Aber hier wird wieder neu gemacht. Sehr, sehr toll. Ich werde jetzt noch die ganzen kleinen Bäumchen alle in die Kohleproduktion schmeißen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir gucken nochmal ins Kalendarium. Die Kühe sind am Wachsen, die werden sich bald vermehren. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich im Juli wieder, wenn wir in die Weizenernte gehen. Hier wächst der Weizen, oder? Komm, enttäusch mich nicht. Jawohl. So machen wir das. Ja, bis dahin werde ich vielleicht mal gucken... Och, entweder schmeiße ich hier noch mal ein bisschen Holz irgendwo rein oder auch nicht. Oder mal sehen, oder... Der Wald ist groß. Hier würde ich den Weg vielleicht noch mal ein bisschen verschönern irgendwie. Mal sehen. Irgendwann, wir haben ja Zeit, können wir alles machen, ne? Will ich jetzt nicht alleine machen. Wenn, dann würde ich das gerne mit euch zusammen machen. Die ganzen Dinger müssen wir noch wegräumen. Vielleicht packen wir die in die Rundbogenhallen drin, dass sie trocken bleiben. So eine Sache, ne? Lassen wir uns was einfallen. Wie gesagt, bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und rein hauen.